das Böse. Wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, dass das Böse an sich gerade vorherrscht? Oder wenn jemand das Böse in anderen bekämpfen will? Grundsätzlich, ich meine, es gibt das Böse an sich nicht. Menschen haben Anliegen, Menschen haben Wertvorstellungen. Letztlich alles, was Menschen tun, kann man irgendwo erklären, dass es einen nachvollziehbaren Grund hat. Du magst sagen, Aggressivität ist böse. Aber das stimmt auch nicht. Menschen mussten auch überleben. Zum Überleben war es auch wichtig, dass sie in anderen Zeiten auch Tiere getötet haben. Dazu braucht es Aggressivität. Ich bin ein Veganer, ich bin überzeugter Veganer und meine, dass heute in den meisten Teilen der Welt es unethisch ist, Tiere zu töten, um sie zu essen. Trotzdem, es gab Phasen, wo Menschen zum Beispiel in Europa in der Eiszeit nur überleben konnten, wenn sie Tiere getötet haben. Daher hat Aggressivität ihren Platz. Dann gab es auch immer wieder andere Stämme und da muss man sich auch zur Wehr setzen. Und so hat Aggressivität auch seinen Platz. Natürlich übertriebene Aggressivität und letztlich dann daraus entstehende Blutrausch kann sehr schlimme Konsequenzen haben und hat sehr schlimme Konsequenzen. So viel Leid gibt es in der Welt. Aber es ist nicht das Böse an sich. Man kann sogar sagen, die meisten schlimmen Taten geschehen, weil jemand Gutes will. Heutzutage, es ist März 2016, oder eigentlich heute ist der 1. April 2016, würden Menschen sagen, die islamistischen Fundamentalisten, das sind die Bösen. Aber die meinen es eigentlich gut. Sie sprengen sich selbst in die Luft zum Wohl der Menschheit. Irregeleitet, klar. Aber böse? Nein. In diesem Sinne, das Böse an sich gibt es nicht. Es hilft anzuerkennen, dass Menschen nachvollziehbare Anliegen haben, dass sie sich auf Fähigkeiten des Menschen beziehen, die evolutionsbiologisch sinnvoll waren und dass sie im Inneren letztlich göttlich sind. Auch fehlgeleitete Menschen, auch brutale Menschen, irgendwo in ihnen steckt der Wunsch, Liebe zu empfangen, Liebe zu geben. Steckt der Wunsch, das Richtige zu tun. Und daher, das Konzept des Bösen ist ein Konzept, das man verlassen sollte. Es gibt Unethisches, klar. Es gibt auch schlechte Handlungsweise, die man bekämpfen muss. Es gibt kriminelle Handlungen, weshalb man Menschen vielleicht auch ins Gefängnis stecken muss. Und es gibt Verhalten anderer, wo man alles dran setzen muss, dass diese damit aufhören. Nur das Böse an sich, das gibt es nicht, ist meine feste Überzeugung.